Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Super Mario World im Retro-Bereich. Ja, irgendwie hatte ich irgendwie Lust drauf, das zu spielen und ich dachte mir so, hey, warum nicht Super Mario World? Den ersten Teil hast du gespielt, ich hatte ja diese All-Stars Collection damals als Kind. Da hatte ich dann den zweiten Teil gespielt, der bei uns eigentlich nur der zweite Teil war und Lost World oder Lost Chapters war dann das eigentliche Super Mario 2. Was zu schwer war für den Westen, deswegen wurde ja dieses andere Spiel umgemodelt für die westliche Welt. Den dritten Teil habe ich sehr viel gespielt. Damals, mein Nachbar hatte den dritten und wir haben das immer durchgespielt mit der Flöte und allem drum und dran. Das war schon cool. Aber Super Mario World hatte nur ein Junge aus meiner Klasse, den ich so nicht mochte. Zudem wurde ich aber gezwungen hinzugehen und warum ich den nicht mochte, war... Er hat selbst gespielt, hat aber nie abgegeben. Und wenn man das dann spielen wollte, dann hat er das Modul rausgeholt, ist dann abgehauen und solche Sachen. Also das war so ein... Wie nennt man so jemanden? Ich mochte ihn nicht einfach. Hieß Dennis, glaube ich. Nichts gegen Dennis. Ich habe auch Dennis kennengelernt, die nett sind, aber der war ein Arsch. Arsch, ja. Wenn du das hier siehst, Dennis, du bist ein Arsch. So, jetzt geht's hier weiter. Jetzt bin ich mal gespannt. Ey, sind das hier irgendwie nur solche... Ja, und daher habe ich das nie spielen können. Nicht so schlimm. Hier ist nichts. Die gelbe Tube ist bestimmt was. Nein? Okay. So. Wow. Ja. Jetzt kann ich sie nachholen. Ist ja nicht so schlimm. Aber Module sind ja richtig teuer geworden, ey. Krass, ey. Also klar, die waren ja schon immer teuer, aber es gab mal eine Zeit lang, da hat man die echt für ein kleines Geld bekommen. Erst letztens habe ich, was waren das? Auf Rocket Beans war das, glaube ich, Gregor und, wie hieß denn der andere, mit der dabei war? War nicht Simon, aber einer von Rocket Beans war noch dabei, Entschuldigung, wenn ich den Namen vergessen habe. Und die haben darüber gesprochen... wie man halt Module auslesen kann und so. Ich dachte, ey, jetzt musst du dich mal erkundigen. Und wir waren zufälligerweise auf einem Flohmarkt. Ich habe Super Mario World da gesehen und dachte so, ja, warum eigentlich nicht? Kann ja nicht schaden. Ja, ein paar andere Spiele noch so besorgt. Was ich cool fand, ist, der hatte auch ein zerschmettertes Zelda. Scheiße. Also die Cartridge war nicht zu gebrauchen. Die ist total zerfetzt. Ui. Also. Zerfetzt. Und. Aber zum Modul auslesen reicht das voll gar nicht. Ich glaube, in einem SNES kann man es nicht mal einlegen. So extrem ist das Ding kaputt. Also, das ist. Ja, und. Irgendwie... So. Hi, Yoshi. So. Ja. Also ich habe ein paar Spiele so mitgenommen, die ich ausprobieren wollte, die ich ausgelesen habe. Funktioniert also super. Also jeder, der das machen will, also... was ich dann erfahren habe, Dreamcast-Spiele zum Beispiel auslesen, funktioniert nicht so gut. Aber um Dreamcast-Spiele zu spielen, muss man auch echt Leistung haben scheinbar, weil das Emulieren ist nicht so einfach wie bei den anderen Konsolen.
Was ich aber cool fand ist, kann er das einsaugen? Ja. Dass ich PS1 Spiele auslesen konnte. Ich brauche zu lange. Und das ist cool. Da kann ich also ein paar alte PS1 Spiele nachholen, die ich noch muss. Ja, das wäre eigentlich recht cool. Mir fällt gerade auf, ich habe wieder vergessen, den Timer zu stellen. So. Da kann ich nicht rein. So. So kann ich Yoshi mitnehmen. Perfekt. Tun wir mal so, als wäre das nie passiert. Ist nie passiert, das habt ihr nie gesehen. Yoshi! Chip. Eigentlich so eine coole Sache, so die Cartridges auslesen oder. Na? CDs auslesen ist schon cool. Also wenn ihr Dreamcast-Spiele auslesen wollt, braucht ihr sogar ein extra CD-ROM-Laufwerk, habe ich gesehen. Weil die irgendwie anders gemacht wurden oder so. Oder andere CDs benutzt wurden. Ich habe keine Ahnung. Rein technisch weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass man dafür ein anderes CD-ROM-Laufwerk braucht. Und da ich das nicht habe und haben möchte. Also ich glaube, das einzige Spiel, was ich auf der Dreamcast wirklich spielen wollen würde, wäre Grandia. Und da habe ich letztens gesehen, gibt es... Upsi. Gibt es die HD Remaster Version und ja, die würde mir eigentlich gefallen. Ah, die ist so teuer, habe ich gesehen. Die ist so verdammt teuer. Ach, mein Checkpoint merkt er sich nicht. Okay. So, was hat die gekostet auf der Switch? Ich wollte es dann auf der Switch spielen, dachte ich. Das wäre eigentlich recht cool. Ich würde halt gerne ein paar Switch-Spiele aufnehmen wollen. Bayonetta 2. Die nicht auf meiner Pile of Shame sind, weil die ich wirklich gespielt habe. Ich hätte mal halt wieder Bock auf so ein schönes Action-Spiel. Ja. Hatte ich das beim letzten Mal hier auch? Ja, hatte ich ja. Das wäre das doofe Level mit dem Eisphysics. So, dann schauen wir mal, ob wir es diesmal hinkriegen. So. Problem ist, Yoshi dreht sich so komisch. Dadurch hat man so ein ganz komisches Gefühl beim Spielen. So.
Es gibt noch so viele Spiele, die ich spielen will. Und so viele, die ich aufnehmen will. Was ich unbedingt aufnehmen will, ist das God of War Reboot. Ich hatte ja schon länger Bock auf das Spiel wieder. Muss ich ehrlich sagen. Also ich habe es schon einmal gespielt. Aber ich würde es gerne nochmal spielen wollen, sage ich mal. Ist mir jetzt egal, wenn Yoshi stirbt. Wow, ziehen kann ich auch nicht. Ja, und da habe ich ja die... Was war das? Ich glaube, Xbox Showcase war es. Da habe ich dann... Was, Xbox? Irgendwo habe ich das God of War Ragnarök Logo gesehen. Und dachte mir so, oh, jetzt musst du es aber spielen. Ach, bei einem Continue sind die Sterne weg, sehe ich gerade da oben. Für diese Bonus-Stage. Oh, Vanilla Dome 4. Ich will nicht wissen, wie viele Secrets es in diesem Spiel gibt, also... Schön, wenn viele Leute diese Secrets finden. Ich bin nicht auf Secrets finden aus. Ich würde es einfach spielen. So wie damals als Kind, sage ich mal. Einfach just for fun. So dämlich wie als Kind natürlich auch. Das war mein Plan. Finde ich auch immer ganz schlimm, wenn ich Soulsborne-Spiele spiele. Da wollen mir alle dann irgendwie vorschreiben, also Bekannte von mir oder Freunde, wie ich das zu spielen habe. Also, sorry, aber ich weiß, dass ich Spiele komisch spiele, sei es jetzt auch Diablo oder sonst irgendwas. Ja, so spielt man das nicht. Ja, ist es mir doch egal. Es hat bis jetzt immer geklappt. Also klar, für Ratschläge bin ich immer offen. Finde ich auch super. Aber manche sagen, du bist so blöd und du hättest da das und das machen müssen. Dann hättest du den magischen... Den magischen Superschild erhalten. Der gibt auf... das und das 25.000% Verteidigung. Ja, aber ich spiele ja nicht mit einer Komplettlösung. Ich spiele ja, um es zu entdecken. Wisst ihr, was ich meine? Also Tipps sind auch cool. Freuen mich auch, wenn ich welche Tipps bekomme. Halt ohne Spoiler. Zum Beispiel habe ich in Dark Souls aus Versehen den Schwanz dieses eines Drachen. Ich weiß nicht, ist das ein Spoiler für euch? Also für die, die jetzt keinen Dark Souls gespielt haben, Spoiler-Alarm. Man trifft ja zum ersten Mal, glaube ich, einen Drachen. Auf dieser Brücke war das. Und der ist ja dann oben, man kann ja dann unten lang. Das erste Mal wurde ich natürlich von dem verbrannt, weil ich so doof war. Und man kann ja dann unten da entlang. Bin ich auch unten lang und dann habe ich das Schwänzchen von ihm wedeln sehen. Ich dachte mir so, hey, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich ihm den... was ist das? Einfach abhauen. Okay, abhauen war eine schlechte Idee. Wie komme ich denn da runter? Wie stoppe ich da, wenn ich da jetzt so... Und was mache ich jetzt? Weil... Hä? Oh! Meine Güte! Ja. Und ich dachte mir so, hey, wie geil wäre es eigentlich, wenn ich ihn mit einem Bogen
den Schwanz abschießen könnte. Gesagt, getan. Komme ich da auch so rein? Nein. Dafür hätte ich das P-Ding gebraucht, was ich verloren habe. Und dann habe ich ein geiles Schwert bekommen, was ich voll cool fand. Weil ich selbst auch noch rausgefunden habe. War das viel cooler, wie wenn mir jemand gesagt hätte, schieß doch mal auf den Schwanz von dem. Weil ich habe bis dato immer dann versucht, irgendwie Körperteile abzuschneiden. Man kann ja echt, auch bei den Gargoyles oder so, und der Schwanz... Es ist halt ein anderes Gefühl, wenn man selber rausfindet, wie wenn jemand sagt, mach mal das und das. Da hatte ich mal einen in meinem Bekanntenkreis, der einen dann komplett gespoilert hat, was ich furchtbar fand. Ja, bei dem Boss musst du dann das und das machen. Ja, das will ich ja nicht wissen. Ich spiele das Spiel, um selber herauszufinden, was ich machen muss. Scheiße. Aber jetzt können wir das mit dem P ausprobieren. So. Rasen wir mal hier rüber. Und taucht er hier irgendwo... Oh Gott, ich bin tot. Sind das die PlayStation-Symbole? Ich weiß, das Spiel war vor PlayStation, aber... Schießt der echt mit PlayStation-Symbolen? Komm schon, ich will da hoch. Ach so. So. So, also ich muss dann... Ihr dürft nicht zählen, wie viele Continues ich benutzt habt, ja, beim Spielen. Bitte, 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 bitte. Dein Ernst? Jetzt wirklich? Oh. Scheiße. Mist, ey. Ich glaube, ich benutze die Speicherfunktion des Emulators. Wollte ich eigentlich nicht machen, weil ich das irgendwie so ein bisschen unfair fand. Weil das irgendwie so ein bisschen das Spielgefühl von früher wegnimmt. Oh, das ist ja echter Crap hier. Verdammt. Das ist ja doof. Hatte ich die ganze Zeit echt nur Glück, dass ich da gestorben bin, wo es gespeichert wurde? Oh Gott, ey. Mann. Thank you.
Ich habe auch gesehen, dass es so ein spezielles Gerät gibt. Oh, ich habe vergessen, wie das heißt. Das ist eine Konsole, die spielt halt die Spiele ab von der Original-Cartridge, aber nicht emuliert. Was mega cool ist. Und dann gibt es dann dieses Delay nicht, was ich gerade so ein bisschen zu spüren bekomme. Sondern der spielt die dann nativ einfach ganz normal ab, wie als wäre es eine ganz normale Konsole. Was eigentlich voll mega cool ist. Ich habe vergessen, wie leider diese Konsole heißt. Die ist irgendwie bei Speedrunnern beliebt, habe ich gelesen. Wow, super, ganz toll. Ich bin doch direkt da drauf gesprungen. Was soll denn der Mist? Ich muss ja noch zwei Levels nachholen. Och, Mann. Nur für den Fall der Fälle. Oh Mann, ey. So, jetzt nochmal, ich versuch's nochmal. Da, ich wollte da oben hingleiten. Och Mann. Mir wird das heute nichts. War doch keine gute Idee. Ich lasse mich jetzt absichtlich töten, damit ich... das Continue benutzen kann, sonst starte ich ja hier wieder neu und... es wäre dann ärgerlich, wenn ich da neu starte, nach einem Leben und dann habe ich das andere Level und dann verfusche ich es da auch. Oh Gott, ey. So. Jetzt hier, das vierte Level hat man eigentlich ganz gut durchgespielt, aber irgendwie habe ich hier meine Probleme. Keine Ahnung warum. Und seid ihr eigentlich auch alle jetzt so gehypt auf die neuen Konsolen? Also PS5 und Xbox Series X und S. Wenn die nur nicht so teuer wären, ey. Also 500 € geht eigentlich. Klar, ein Rechner kostet mehr, der Power hat. Ich weiß nicht. Irgendwie komisch. Ja, aber nach 7 Minuten waren die ja wieder ausverkauft, als es dann wieder die PlayStation gab. Da kam ich erst gar nicht in Versuchung, etwas vorzubestellen. Ich habe den Wirbler gemacht, Mann. Mann. Heute ist echt nicht mein Tag. Wirklich. Heute ist echt nicht mein Tag.
Erstmal gehe ich da nicht rein. Das ist ja noch nicht meine Abkürzung. Was war? Yoshi springt auf den Dingern? Cool. Wie lange kann das im Mund halten? Bis zum Schluss? Nein, kann er nicht. Er schluckt es dann runter. Süß. So. Naja, wenigstens am Checkpoint. Ich bin wirklich nicht so ein schlechter Spieler, wie manche glauben mögen jetzt so. Ich habe auch meine guten Momente. Nur gerade läuft es irgendwie echt katastrophal. Wie als wäre ich, keine Ahnung, 3? Aber kann auch wirklich an diesem Delay liegen, was ich hier so ein bisschen habe. Oder hatte das Spiel einfach so ein Mega-Delay? Ist doch was wieder, oder? So. Jetzt nutze ich dieses Speichersystem von dem Emulator. Das ist mir egal. Aber sobald ich auf Speichern drücke, startet er das Level. Jetzt habe ich meinen Yoshi verloren. Ey. So. Schon wieder habe ich das nicht erwischt. Warum erwische ich immer das Ding nicht? Und jetzt könnten wir... Wartet. Ja! Eigentlich voll mies, aber... Ich denke, das macht so keinen Sinn mehr.
Ist ja nur noch anstrengend. Also, wir machen einfach in der nächsten Folge dann da weiter, wo ich jetzt eben abgespeichert habe. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn ihr mitgelacht habt, wie ich so dämlich mich anstellen konnte und sterben konnte, auch gerne Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Vor allem, was ich dann so als nächstes spielen könnte, das wäre cool. Das würde mich sehr freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Und falls es euch allgemein gefällt, Kanal abonnieren. Da, in der Ecke. Hier. Ja, das war's dann meinerseits. Macht's gut und bis demnächst. Tschüss.